Hallo zusammen, ich bin Matthias Flückiger und ich zeige euch heute, wie man Dualslalom fährt. Wir sind hier auf Ninos Gold Trail. Einer der spannendsten Teile dieser Strecke ist der Dualslalom hier. Bei so Anliegerkurven hat man eigentlich immer die Tendenz, dass man wie abkürzen will, den kürzeren Weg nehmen. Aber der kürzere Weg heisst zeitlich gesehen nicht, dass es schneller ist. Darum möglichst ausholen und gegen Ende Kurven abstechen und so kann man Schwung generieren. Ein weiterer Teil, dass man möglichst viel Schwung oder Tempo mitnehmen kann, ist, dass man mit Kurven fährt, möglichst mit den Beinen auch pusht. Das heisst nicht, dass man in Knie geht, sondern möglichst stabil bleibt auf dem Velo oder in den Pedal oder sogar ein bisschen probiert, die Beine zu strecken, dass man Ende Kurven so Geschwindigkeit generieren kann, wo man nachher in die nächste Kurve rein kann. Und jetzt sehe ich noch eine Linie. Ist zwar nicht erlaubt im Rennen, aber sie macht richtig Spass und ist richtig schnell.